Herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Das karmische Schloss. Dieses Legesystem wurde von mir entwickelt. Das karmische Schloss. Hier geht es um Karma. Warum gerade Schloss? Wir Menschen haben eine Seele. Und diese Seele wohnt in unserem Inneren und braucht einen Raum. Und das sollen wir liebevoll schön gestalten. Jede nach ihren Fantasie. Ich habe bei dieser Legung mit einem Schloss verbunden. Und diese Seele ist unsterblich. Das bedeutet, nach dem Tod lebt weiter, kehrt zurück zum Gott, zu dem Göttlichen, schaut nochmal alles an, was passierte, lässt sich Revue passieren und dann kommt ein Gespräch mit Gott, so könnte ich das vorstellen. Und wenn die Seele noch Aufgabe hat, auf die Erde sich entwickeln oder Lernaufgabe oder noch etwas ausgleichen, etwas noch erleben, verbessern, dann kehrt die Seele zurück auf die Erde. Das bedeutet, wir haben früheren Leben, eine oder mehreren sogar, dass wir schon hier auf die Erde gelebt haben. Und wir begegnen mit anderen Seelen, die kennen wir schon von früher. Von früheren Leben. Natürlich ist das nicht so alltäglich. Wir begegnen nicht bei jedem Mensch in einer Seelenverbindung, in die seelische Ebenen, aber dieses Phänomen gibt es. Besonders in die Liebe-Partnerschaft. Weil die Liebe ist die stärkste Kraft und das zieht die Seelen an. Und dann bei diesen Begegnungen entsteht eine tiefe Verbundenheit, auch Vertrauen. Und die Seelen sind miteinander vernetzt. Das bedeutet nicht, dass wir mit allen Seelen vernetzt sind, aber die Menschen, die uns was bedeuten, weil wir die Liebe, sind wir vernetzt. Und bei diesen Ebenen der Kommunikation, was ich als Telepathie bezeichne, gibt es kein Zeit oder Raum. Sondern in dem Moment, wenn wir auf die anderen denken, genau im selben Moment denkt er aber auch an uns. Oder wenn wir spüren die Liebe, in dem Moment verspürt der andere die Wärme. Oder wenn wir krank sind, in dem Moment fühlt der andere sich auch nicht wohl. Manchmal kann man das erkennen, weil man damit befasst und versteht die Zusammenhänge. Für manche Menschen ist das etwas unerklärlich. Und das, was wir hier klären in dieser Legung, das karmische Schloss. Diese Aufnahme ist ein Beratungsvideo. Diese Beratungsvideos sind anonym. Früher habe ich einen Namen ausgedacht, aber seit einigen Tagen habe ich eine Eingebung bekommen, ich soll mediale Namen vermitteln. Also empfangen die Namen und das vermitteln. Und das werde ich auch in Zukunft tun. Bei diesen Beratungen ist nicht nur die Legung, sondern ihr bekommt auch eine persönliche mediale Botschaft und ich erkläre das auch astrologisch. Nun, wie ich schon sagte, diese Aufnahme ist ein Beratungsvideo für Lunia. Und Lunia hat mir geschrieben, dass sie geschieden ist, hat sie auch nicht vorgehabt, nochmal eine feste Beziehung einzugehen, aber jetzt kennt sie jemand und jetzt könnte sie das vorstellen, wirklich eine feste Beziehung einzugehen. Er möchte aber das alles locker behandeln, also er wünscht sich die feste Beziehung momentan noch nicht. Und sie hat das Gefühl, das ist karmisch und genau das klären wir. Liebe Lunia, das ist dein Video, ich grüße dich. Ich möchte mich bedanken für deine Anvertrauen und Treue und ich möchte mich bedanken auch für diesen Auftrag. Erstmal die mediale Botschaft. Diese medialen Botschaften
sind nicht meinen eigenen Gedanken. Ich erfange das und ich gebe euch weiter. Deine persönliche mediale Botschaft. Höre auf deinen Gefühlen. Wie fühlt sich das an? Du atmest, weil dieser Mann befreit dich. Das war die mediale Botschaft. Jetzt schauen wir astrologisch an. Du bist Mittwoch geboren, er ist Montag geboren. Mittwoch ist das Merkurtag, Montag ist ein Mondtag. Wenn ich die Planeten vergleiche, seid ihr in absoluter Harmonie. Die einzige Spannung, was hier besteht, das ist die Mars-Energie, aber das kannst du ausgleichen. Mars ist der Planet der Tat, wenn man etwas umsetzt im Tat, auch die Mut und die Kraft. Mars ist auch die männliche Energie, also bedeutet auch der Mann. Bei dir befindet sich Mars im Grenzbereich zwischen Zwillinge und Krebs. Und bei ihm befindet sich Mars im Jungfrau. Wenn du die Zwillingsmars lebst, so spielerisch, witzig, locker, vielleicht scheint manchmal oberflächlich zu sein, das stört ihn. Wenn du aber mehr auf die Gefühle eingehst oder auf seinen Gefühlen und um seinen Gefühlen kümmerst und er fühlt sich da verstanden, dann kommt er in absolute Harmonie. Und das ist die Krebs-Mars. Und dein Mars im Horoskop ist im Grenzbereich. Also das heißt, du kennst dich mit der Krebs-Eigenschaften auch aus, was gerade deine Kraft bedeutet. Sei immer gefühlsvoll zu ihm. Oder kümmere, bemüte ihn. Oder zeig Interesse an seine Familie oder seine Herkunft, weil das, was dieser Mann beeindruckt. Als ein Rat für dich, alles andere ist in hundertprozentiger Harmonie zwischen euch beide. Wenn er das Gefühl hat, dass von dir ein bisschen so leger, so oberflächlich etwas erscheint, das stört ihn. Aber wenn du wirklich um seine Gefühle eingehst und um ihn kümmerst, dann hast du gewonnen. Wenn ich dein Horoskop anschaue, du bist in Tierkreiszeichen wiedergeboren. Dein Mond, was die Gefühle symbolisiert, ist auch wieder. Und das bedeutet, du bist genau im Neumond geboren. Und bei jedem Monat, bei jedem Neumond ist das deine Energie. Das ist deine Sonne-Mond-Energie. Es ist aber nicht die Aktivität, sondern das ist der Rückzug. Nützt diese Momente, zieh dich zurück, hol deine Kraft von deinem Inneren und da hast wieder alles da, damit du Erfolg hast im Leben, weil dann kannst du alles bewältigen. Dein Widder in deinem Horoskop ist eingesperrt. Im Bereich die Werte. Du brauchst die Selbstwertgefühl und die Wertschätzung. Die mediale Botschaft war, dieser Mann befreit dich, weil du kannst atmen. Das bedeutet, genau wie im Horoskop das sehe, dein Sonne-Mond im Widder ist eingeschränkt. Das kann von Erziehungen kommen, dass du wenig Anerkennung bekommen hast oder wenig Wertschätzung. Und wenn du diese Wertschätzung bekommst von anderen oder hast du die Selbstwertgefühl, dann fühlst du dich frei, dann fangst an zum Atmen und dehnst du dich auf. Und diese Neumondtage helfen dir auch meditieren, denn selbst zu finden, Kraft zu holen. Und diese Partnerschaft unterstützt dich auch, schenkt dir den Atem. In dieser ersten Begegnung, das erste Treffen, war auch Neumond. Ihr habt in einem Neumondtag euch kennengelernt, persönlich kennengelernt. Und das war vieles, das war ein Schütze-Neumond. Sonne und Mond waren in diesem Tag im Schütze.
Und bei dir ist Sonne, Mond im Widder. Und Widder und Schütze harmonisieren wunderbar. Das war so dein Neumond. Das war so dein Tag. Und da kommen diese schicksalhaften Ereignisse. Und für ihn bedeutete auch diese Begegnung sehr viel, weil sein karmischen Knoten, die aufsteigende Mondknoten, ist im Schütze. Das heißt, diese Tierkreiszeichen Schütze, das, was ihm fehlt. Das sind die Neuigkeiten in seinem Leben, was ihn befreit. Ihm fehlt das. Und das war genau die Energie, wo dich kennengelernt hat. Du hast ihm gefehlt. Und mit dir fühlt er sich befreit, fühlt sich vollständig. Der Kreis schließt sich. Nicht nur Sonne und Mond, dieser Neumond war im Schütze, sondern die Kommunikation, die Handlungen war auch im Schütze. Die Liebesplanet war auch im Schütze, Venus. Und das ist auch die Frau. Also in diesem Tag hat karmisch gesehen die Frau gefunden. Und der Planet, das Schicksal, Saturn war auch im Schütze. Das war genau exakt sein karmischen Themen. Das heißt, das Schicksal hat dich geschenkt in diesem Tag und die Begegnung ist schicksalhaft, die Begegnung ist karmisch. Weil Saturn ist nicht nur der Planet des Schicksals, sondern auch der Planet der Karma. Und jetzt schauen wir die Legung an. Dieses Bild zeigt deinen alten karmischen Erfahrungen. Das Gesamte, astrologisch, ist das die Tierkreiszeichen Widder. Und du bist in Tierkreiszeichen Widder geboren und du hast auch die Mond im Widder. Und natürlich, die Widder ist sehr impulsiv. Die Widder ist schnell, die Widder ist in ständiger Bewegung, die Widder ist auch mutig und natürlich stürmt voran. Aber Neumond ist für dich ein Hinweis, halte nach innen. Bleib für einen Moment stehen, dann spürst deine Kraft in dein Inneren, weil das, was dich befreit, wenn du das alles innerlich geklärt hast und hast die innere Ruhe, dann kannst du aktiv sein. Nicht stürmisch voran, sondern so überlegend. Und dann gehst Richtung Waage, weil das, was dir fehlt, das ist dein karmischer Weg, die Waage-Eigenschaften aneignen und die Waage symbolisiert die Partnerschaft. Und schau mal, das ist deine alte Karma, eine glückliche Partnerschaft. Eine sehr glückliche Partnerschaft. Und das ist für beiden ist, die Liebe, sind beide glücklich. Und das hast du erlebt im früheren Leben. Vielleicht war das zu viel vom Guten und hast das Gefühl bekommen, ja, du weißt gar nicht, wie das sich anfühlt, mal alleine was zu machen. Und dass du dann deinen eigenen Wegen gemacht hast. Und ich vermute, dass das eine falsche Entscheidung gewesen war. Und jetzt belehrt dich die Schicksal, du kannst dich selbst verwirklichen, auch in einer Partnerschaft. Das hindert dich nicht, selbst zu sein, sondern eine glückliche Partnerschaft befreit dich. Du gibst dein Selbst nicht auf, weil Widder symbolisiert das Selbst. Widder sagt, ich bin's. Das ist das Motto der Wiedergeborene. Ich bin's. Ich kann. Ich will. Ich mach. Widder betont ich. Waage betont, wir machen. Wir schaffen das. Wir können das. Waage betont, wir. Die Waage denkt auch an du. Und deine alte Karma liegt im Widder, obwohl du warst glücklich in Partnerschaft, also die Möglichkeit war da,
dich selbst zu leben im Bereich Liebe, Partnerschaft oder in die Ehe. Du hast gedacht, die eine schließt die anderen aus. Nein, die eine schließt nicht die anderen aus, sondern eine glückliche Partnerschaft befreit den anderen. Und so ist die mediale Botschaft auch. Du atmest, weil dieser Mann befreit dich. Weil dieser Mann unterstützt dich. Bekommst du die Wertschätzung, bekommst du die Anerkennung. Jetzt schauen wir sein alte Karma an. Er war auch glücklich. Er hat auch diese romantischen Abende genossen. Was hat dann gestört, wenn dieser Mann war dein Liebe von früheren Leben und ihr wart in eine glückliche Partnerschaft? Waren irgendwelche Missverständnisse? Jetzt schauen wir aber an, was sind die Schätze, weil wir haben so viel Erinnerungen in uns von früheren Leben. Und ich bin sicher, dass die Kinder haben das noch im Bewusstsein. Aber durch die Erziehung und durch die Umwelt und andere Einflüsse von Leben geht das in die Unbewussten. Wir vergessen das nicht, aber uns ist das gar nicht bewusst. Das weiß nur unsere Seele. Das können wir nur intuitiv erfassen. Und bei diesen alten karmischen Erinnerungen sind so viele Schätze da. Talente, Fähigkeiten, ein Bereich, wo wir Meister sind, weil wir das erlernt haben. Oder die Weisheit, die inneren Weisheit. Oder wirklich die Liebe, weil das war eine wunderbare, so wie ich sehe, eine wunderbare, wunderbare Beziehung. Also das sind so viele wertvolle Dinge und das sollen wir von Unbewussten ausgraben, in die Bewusstsein holen. Und das können wir nur intuitiv. Oft helfen uns die Träume, weil die Träume sind die Sprache, die Seele. Und die Traumbilder erzählen davon. Und schauen wir mal deine Schätze an. Was sollst du unbedingt bewahren? Bleib so, wie du bist. Das bist du. Das ist dein Auftreten, das ist deine Ausstrahlung, das ist dein Aussehen, das ist deine Weiblichkeit, das ist die Anziehungskraft. Und das ist nicht nur erotisch, sondern auch mystisch. Das ist die magische Anziehungskraft. So wirkst du auf ihn. Also bleib so, wie du bist. Was sind seine Schätze? Dass er vertraut, dass er sein Glück, sein Lebensweg vertraut. Auch wenn er noch nicht ins Ziel angekommen ist, er ist optimistisch und sagt, die Richtung muss stimmen, dann weiß ich, irgendwann komme ich an. Das ist dieses Vertrauen. Natürlich gibt es auch Dinge in unserem Leben, was uns hindert. Ich betone immer, wie schlimm ist, Gefühle zu pflegen, wie Schuldgefühl, Zweifel oder Angst, weil das blockiert uns. Mit Angst bewegt sich nichts. Da sind wir wie gelähmt. Also verabschieden von solchen Gefühlen. Aber es sind auch vielleicht Einstellungen oder Gewohnheiten, was uns auch hindert, ich nenne das als Stolpersteine. Wo liegen deine Stolpersteine? Wenn du denkst, du musst immer alles alleine bewältigen und immer überall Kraft zeigen, natürlich die Widder neigt dazu. Aber du musst nicht kämpfen im Leben. Du musst auch nicht alles selbst bewältigen. Lass dich mal. Du kannst dich mal auch fallen lassen. Lass dich verwöhnen. Wo sind seine Stolpersteine? Wenn er dich beobachtet und er findet dich anziehend, gepflegt, schön, rein, sauber
Und da sind auch noch die Gefühle da. Warum sagt er das nicht? Warum ist im Spiegel und nicht vor dir und sagt es, ich finde dich attraktiv, du bist in meinen Augen so rein. Und da ist sein Stolperstein. Wo ist deine Lernaufgabe? Vertrauen, dass er entgegenkommt. Also im Vertrauen bleiben. Jetzt kommt die große Frage, kommt ihr zusammen? Es kommt alles in Gleichgewicht, kommt auch alles in Harmonie, weil ihr harmonisiert miteinander. Astrologisch ist das so was Wunderbares zwischen euch beide, weil das ist wirklich die absolute Harmonie. Bei der Mars-Energie, da wackelt ein bisschen, aber das kannst du ausgleichen, wenn du auf seinen Gefühlen eingehst. Oder versuchst, ihn überzeugen mit Gefühlen. Und dieses Bild bedeutet auch Gerechtigkeit. Und wenn wir bei Rechten sind, entweder bekommt ihr die Gerechtigkeit oder läuft das alles gerechtigt ab. Aber das bedeutet auch eine Eheschließung. Also das wird dann rechtlich abgesegnet, ein Stempel drauf. Was kannst du tun? Alles verbessern. Genießen diese Momente, wenn ihr euch trifft. Diese Leidenschaft, auch diese Leidigkeit. Und alles, was euch stört, Vergangenheit, dein Ex, sein Ex oder Menschen, die vielleicht sich einmischen wollen, das ausschalten. Warum sage ich das? Das kann ich auch erklären. Die Zahl 4 bedeutet Harmonie, Sicherheit, Stabilität, Struktur. Die Zahl 5 ist schon Einflüsse von außen, stört diese Harmonie, diese Struktur. Und das ist nicht die Energie zwischen euch beiden, sondern das sind die Umstände, die Einflüsse von außen. Und versucht das auszuschalten. Manchmal sind das eigenen Gefühle natürlich wie Angst. Vertraut ihr an diese göttliche Fügung? Bei den ersten Treffen, wie ich schon sagte, das war Neumond, das war so dein Tag und war ein Saturn-Einfluss, viele Planeten, Sonne, Mond in Schütze, die Schicksalsplanet auch in Schütze und Saturn ist nicht nur die Schicksalsplanet, sondern auch die Planet der Karma. Und das ist so seine Richtung. Die liebe Gott hat dich ihm geschenkt. Und versuchst Vertrauen an diese göttliche Fügung. Und was ist noch wichtig? Angst loslassen. Weil das macht alles unbeweglich. Und schau mal das Gesichtsausdruck, wie verbittert er da sitzt. Und das ist die Angst, was man versucht oder Zweifel immer festhalten. Ich habe noch eine Zusatzkarte, Engel der Träume. Die Schöpfung ist vollkommen und jeden Traum ist ein einzigartiger Brief an mein Selbst. Also vertraue deine Träume. Das ist die Botschaft der Engel, Engel der Träume. Liebe Lunia, das war diese Legung, das karmische Schloss. Natürlich, ihr könnt diese Legung auch buchen. Mein Honorar beträgt für diese Art von Beratung das karmische Schloss 25 Euro. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.